Adventure Buddy. Und das zweite wird dann ein anderes sein. Mehr sehen wir danach. Tobi, lass uns mal anfangen. Ein Reh. Da, seht ihr es? Da. In dem Sinne, moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Moin! Ich bin unterwegs mit Björn, Kevin und mit Dustin auf Lost Place Tour. Laufen wir gerade schon durch eine sehr, sehr zugewucherte Allee. Vorne war ein kleines altes Tor, komplett verrostet. Es hat definitiv Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, keiner mehr geöffnet. Und sind jetzt auf dem Weg zu einem sehr, sehr großen alten Gutshof. Im Hintergrund sieht man vielleicht schon ein paar alte Hallen. Ich meine, wenn ihr die auch verfolgt, ne, seid ihr da auch echt mal gespannt. Was die da für neue Objekte gefunden haben oder Höfe oder sowas. Ich jedes Mal, nach all den Jahren, immer noch, also wirklich. Ich freue mich ja jedes Mal, wenn ihr ein Video von ihm kommt, ne? Pferdestall etc. scheint scheinbar dazu zu gehören. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was das wird. Aber auch wieder echt schön abgelegen. Da hast du echt deine Ruhe. Ja, ihr seht's ja, hier kommen wir jetzt gerade aus der Allee und das ist alles super zugewachsen. Hier ist zwar irgendwie noch so eine Art Trampelfahrt durch die Mitte, aber reingefahren ist hier auf jeden Fall schon ganz, ganz lange niemand mehr. Nee. Und vor allem ist allein diese Straße hierhin super, super unfrequentiert. Also wir standen, glaube ich, eine Stunde jetzt insgesamt vorne und in der Zeit ist ein Auto vorbeigekommen. Das ist ein alter Schotterweg und hier rundherum um dieses ganze Gelände ist absolut nichts. Außer Feld und Wiese. Ich bin sehr gespannt. Ei. Was ist das denn für ein Weg? Zeckenalarm. Alter, es ist kein Weg mehr. Boah. Und plötzlich stehst du hier hinterm Haus. Vor einer alten Scheune. Alter. Das ist halt schon ultra eingewachsen hier alles. Da wächst ein Baum drin, kein Dach mehr drauf. Hier geht's in die Scheune oder was? Alter, du musst hier ja schon ultra aufpassen, dass dir nichts auf den Kopf fällt. Das ist ein alter Stall, da liegt Heu, Stroh. Diese Balken oben sehen aber gar nicht mehr gesund aus. Ja, hier sind schon einige runtergekommen. Hier, das war mal so ein alter Futter. Hier waren Tiere angebunden. Futterlauf. An den Ringen konnten hier essen. Ein alter Tank. Und ich glaube, da vorne geht's weiter in den Innenhof. So, jetzt stehen wir im Innenhof. Da vorne ist noch ein großes Eingangstor. Und ihr seht's ja, wie zugewachsen und verwuchert der auch schon ist. Ein riesiger, schöner Baum in der Mitte. Und links und rechts gehen kleine Ställe ab. Pferdestall, wa? Ah, Pferdestall, wa? Boah. Machen wir so Boxen. Alles so zugesponnen. Boah. Wahnsinn. Das gibt's nicht. Hier steht ein Auto drin. Fiat? Ja, tatsächlich ein alter Ford. Fahrräder? Ford. Komplett zugeschissen, schon von irgendwelchen Tauben wahrscheinlich. Alter, hier liegen haufenweise Zeitungen. Und alter Honda Civic. Da, komplett gestapelt. Und noch ein Auto, ein alter Honda Civic, der hier geparkt wurde, vergessen wurde. Ich meine, guckt euch das mal an. Hier wuchert es halt schon richtig vor den Toren. Es ist alles zugesponnen. Das sieht definitiv nicht so aus, als wäre das die letzten Jahre
oder vielleicht sogar länger, Jahrzehnte, geöffnet worden. Und das Auto hier drin vollkommen eingesponnen. Hier sind schon irgendwelche Waschbärenspuren drauf. Die Decke kommt runter. Oder Katze. Sowas von vermockt und vermodert. Der ganze Putz von den Wänden ab. Alles voller Müll. Und mittendrin steht noch dieses alte Auto hier. Das sind übrigens alles Zeitungen hier von... Alter, die ist von 1963. Das ist ja unfassbar. 1963, die hier auch. 60 Jahre. Aber das Auto ist definitiv nicht so alt. Nee. Der sieht richtig gut noch von innen aus. Dieses Ding ist komplett zugesponnen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier sind überall Spinnenweben. Aber das Auto sieht an sich eigentlich noch richtig gut aus. Halt super eingestaubt. Aber sonst ist da nichts mit. Matik. Einfach hinter dieser unscheinbaren Holztür hier. Und die wurde definitiv eine ganze Weile nicht geöffnet. Hier ist ein riesiger Wintergarten, ein alter. Den erkennst du kaum durch den halben Wald hier. So Leute, wir sind jetzt in diesem besagten Wintergarten. Und haltet euch fest. Das ist wirklich das absolut krasseste, was ich jemals gesehen habe. Hier stehen überall Bänke, Tische, Stühle und so weiter zwischen. Hier sind Spiegel in die Wände eingelassen. Alles ist mit echtem Stein tatsächlich verkleidet. Und von diesem riesigen Wintergarten gehen überall links Türen ab. Hier waren irgendwelche Lampen oder Fackeln drauf. Und es ist alles zugesponnen. Es ist so dicht. Hier hat sich jahrelang nichts getan. Und die Natur konnte einfach sein. Selbst hier auf dem Boden, guck mal. So ein richtig schöner Fliesenboden mit Mustern. Alles schon voll mit Moos. Es sieht aus, ich weiß gar nicht, ob das im Video so rüberkommt, wie in so einem Endzeit-Game wieder. Diese ganzen Pflanzen, das ganze Grün. Manche sind schon tot. Hier und da. Aber einige blühen einfach noch. Hier sind Spinnenweben. So ein bisschen so die Atmosphäre wie aus The Last of Us. Es fehlen eigentlich nur noch die Klicker. Oder was auch passen könnte, wäre, glaube ich, Resident Evil. Es fehlt eigentlich nur noch, dass die Jungs noch ein bisschen weiterlaufen und dann kommen dann aus den Türen dann so Zombies raus oder irgendwelche anderen Gestalten. Das wär's ja. Ich glaube, ich würde mich so einscheißen und so schnell abhauen. Inzwischen, da vorne an dieser Palme oder was das ist, da fängt oben wieder was Neues an zu wachsen. Das ist hier gefühlt so ein eigenes Biotop in diesem Gewächskasten hier. Dadurch, dass die Decke so viele Löcher hat, regnet sie wahrscheinlich rein. Hier ist eine gewisse Feuchtigkeit drin, dann scheint die Sonne hier drauf. Es ist ja wie in so einem Gewächshaus. Also dieser Raum hier ist mit das geisteskrankeste, was ich jemals in einem Lost Place gesehen habe, ehrlich. Und die Musik dazu, die passt ja auch mal 1A, ne? So unberührt. Hier wurde nichts verändert. Hier ist irgendwann jemand gestorben oder hat dieses Ding verlassen und seitdem ist der Natur hier freien Lauf gelassen. Es ist unfassbar. Dieser Raum hier ist das Schönste, was ich jemals auf einem Lost Place gesehen habe, ehrlich. Hier wächst überall dieser Farn raus. Hier liegen noch Gartengeräte zwischen. Töpfe. Ein Wolf. Guck mal, zwischen den Heizungen wächst der Farn raus. Also wer sich schon mal gefragt hat, wie so ein Ort hier aussieht, wenn Menschen ihn verlassen und niemand das ist nicht Bodendecker. Betritt, jahrzehntelang. Wilder Bodendecker, ja, oder? Genau so. So, Leute, ich würde sagen, wir schauen mal in den ersten Raum, der hier abgeht. Hier seht ihr ja nochmal, wie zugesponnen diese Türen sind. Rein in den ersten Raum. Hier hängt noch ein kleiner Kronleuchter, Treppenhaus nach oben. Alle Bilder hängen noch an ihrem Platz. Sauber und ordentlich aufgehangen, aber du siehst überall Spinnenweben. Hier steht die Zeit still, wirklich. Und zwar schon ganz schön lange. Guckt euch das an. Diese alten Bilder über dem Kamin hier. Steinalte Möbel. Porzellan, was noch draufsteht. Dustin hat es gerade gesagt, das war kein einfaches Haus oder kein Gutshof.
Das war ein verdammtes Schloss. Und hier müssen irgendwie adlige Leute oder sowas gelebt haben. Es geht in das nächste Zimmer. Und das ist wie so eine kleine Tafelrunde hier. Ein kleiner Tisch. Super eingestaubt. Schöne Stühle. Das könnt ihr sehen. Schöne Stühle, schöner Tisch. Platz für 6 Leute. Stühle, sondern so richtig alte Raritäten. Das ist alles handgemacht. Das ist ein handgemachter Stuhl. Und auch Tisch. Boah. Unterm Tisch sind einfach Löwen. Wirklich schön. Richtig schön. Das ist ja, also sowas gibt es gar nicht mehr. Und das Ding ist, es ist nicht nur der Tisch. Jedes verdammte Möbelstück hier ist handgemacht. Hier fällt einfach der Wandbelag ab und dahinter hängt noch ein Bild. Boah, gruselig. Warum hängen eigentlich in meinen alten Schlössern so gruselige Bilder? Hier liegt noch eine alte Zeitung. Ebenfalls von Französisch. 1977. Boah, schöner Raum. Boah. Guckt euch das an. Pferdehelme, Wolf zum Reiten. Noch so ein Speiseraum. Das ist Esszimmer, glaube ich. Esszimmer, ja. Sofas drin, rot bezogene Stühle. Alles halt richtig luxuriös, ne? Ja. Oh, doppelte Türen. Gruselig. Oh, es ist so unheimlich irgendwie auch. Okay, das ist nur so ein kleines Badezimmer irgendwie. Aber da drüben geht's auch schon wieder weiter. Guck mal, hier ist noch eine Tür. Oh, das ist eine Toilette. So, diese alte Holztreppe. Geht's jetzt erstmal nach oben weiter in die zweite Etage. Und ich glaube, das war's auch schon. Also das Ding hat in Anführungsstrichen nur 2 Etagen. Wobei hier nochmal so eine halbe Etage hochgeht. Hier stehen auch noch alte Stühle. Sogar eine alte Nähmaschine. Und hier hängen noch alte Mäntel. Krass. In diesem Schrank. Vor allem schaut euch mal an, was das für Bilder sind, die hier im Flur hängen. Irgendwie von irgendwelchen Feldzügen früher hier. Napoleon. Richtig alte historische Bilder einfach. Napoleon Bonaparte. Die hier den Aufgang schmücken. So, es geht weiter. In den langen Flur. Wo auch überall Zimmer von abgehen. Diese alten Balken oben schon wieder, ne? Wobei mir das irgendwie den Anschein macht, als hätte hier tatsächlich jemand mal probiert zu renovieren. Weil die Balken irgendwie so komisch aussehen. Naja, aber auch das muss schon extrem lange her sein. Weil hier halt auch alles gammelt und schimmelt. Und die Tapeten, die halt angeklebt wurden, auch schon wieder runterkommen. So, also manche Zimmer hier oben sind tatsächlich leer. Was natürlich die Annahme bestätigen würde, dass hier mal angefangen wurde zu renovieren. Aber auf der anderen Seite sind hier halt auch solche Zimmer, Leute. Und das ist einfach noch komplett aus einer anderen Zeit. Ich sag ja, absolute Zeitkapsel. Das Regal, da sind noch Sachen einsortiert, hier hängt ein Kronleuchter in der Mitte. Die Betten sind gemacht, hier steht sogar noch so ein altes Babybett. Und auch die Tapete und das Waschbecken. Es ist alles so extrem alt. Was ist das? Ist das nicht irgendwie eine Patrone oder so, Leute? Schrot. Hier mit so eine Schrot? Eine Schrotpatrone. Oder nicht? Die lassen wir mal lieber hier stehen. Würde ich auch. Aber was macht die hier? Ein bisschen weiter auf dem Flur sind übrigens noch richtig riesige Schränke. Alte Einbauschränke hier. Oh, guck mal, hier sind zum Teil sogar noch Kissen drin. Die haben wahrscheinlich auch Haushälterin hier. Haushälter. Der sich hier um alles gekümmert hat. Boah, kennt ihr noch diese Murmeln? Die waren früher voll in. Und am Ende des Ganges geht's jetzt nochmal in so ein kleines Gemeinschaftszimmer hier. Oder Spielezimmer. Ey, das war ein Spielzimmer, oder? Ja. Für Kinder. Das ist wie so ein Spiel- und Lernzimmer für die Kinder. Oder so ein riesiger Aufenthaltsraum, kann man auch sagen, mit einer Tischtennisplatte. Guck dir mal das an. Das Schaukelpferd. Das Schaukelpferd mit einem Messer am Kopf. Das ist aber schon skurril. Ich hab das Messer gar nicht gesehen. Wer tut sowas? Das ist schon wieder krank. Ja, hier liegt haufenweise altes Spielzeug. Das ist ein Feuerwehrtruck mit einer Fernbedienung. Das ist halt aus komplett anderen Zeiten.
gefühlt original eingepackte Spielzeuge, so alte Küchengeräte für so eine Spieleküche. Dieser ganze Raum hier war so eine Art Aufenthaltsraum und Spielraum für die Kinder. Hier hat man übrigens noch mal einen kleinen Überblick über das Grundstück. Hier ist dieser riesige Innenhof. Rundherum schlängelt sich das Gebäude, beziehungsweise eigentlich das Haupthaus, nur das hier, wo wir jetzt drin sind. Und das da draußen sind eben diese Pferdeställe und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite siehst du halt auch gar nichts. Zugewucherter Garten, umgestürzte Bäume und weit und breit nur Feld. Also hier ist wirklich nichts. Gar so, nichts. Hier geht's jetzt nochmal einen kleinen Ruhe pur. Dachboden, Ruhe pur. Mal hoch. Ja, sieht ganz so aus. Kevin und Björn sind schon oben. Und hier liegt auf jeden Fall auch noch ein bisschen Gerümpel. Ah, eher so eine Abstellkammer, alte Möbel. Oh. Und irgendwie noch Spieleraum Nummer 2 oder was? Ist ein Teppich ausgebreitet. Ist der auch noch leer. Richtig steinalte Spielzeuge liegen. Das habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Allein diese Dose hier. Das ist alles noch so richtig aus Blech, ne? Heutzutage wäre das alles Plastik. Ja. Das ist richtig altes Zeug. Allein wenn man sich diese Bilder darauf anguckt. Gott sei Dank haben wir unseren Modelleisenbahn-Spezialisten dabei. Der kann uns ein bisschen was über dieses Modell hier erzählen. 50, 60 Jahre alt, sagst du? Gibt es sowas noch irgendwo? Selten. Ja. Ganz selten. Wahrscheinlich auch Plastik, oder? Ja, also heutzutage alles Plastik, ne? Ja. Aber das ist ja noch alles komplett, das ist ja Vollmetall. Ja. Die Schienen auch, ne? Ja, tatsächlich, das ist alles Metall. Und müsste Richtung Märklin oder Trix gehen. Okay, da kenne ich mich nicht mit aus. Ja. Marken oder was? Ja. Ja. Also Markenzeug auch. Wahrscheinlich ein krasses Sammlerstück, ja, wenn es in gutem Zustand wäre. Es verrostet alles hier, dass diese Ampelanlagen. Da sieht man das schon richtig drauf hier. Spinnenweben auch. Na, es modert hier halt vor sich hin. Auf diesem alten Dachboden, den wahrscheinlich, keine Ahnung wie viele Jahre, niemand mehr betreten hat. Liegt auch noch so ein altes Segelflugzeug. Aber es kommt wahrscheinlich nicht fliegen, ne? Das hier, das hinter dir. Oder? Das? Nein, das da. Das hat einen Motor drin. Das? Ja. Radio-Control-Flugzeug. Ist das auch schon so alt? Ja. Das ist also nicht so alt, aber deutlich alt. Ist das auch hier ferngesteuert? Ja, das ist auch. Das ist super eingesponnen. Alter, das ist auch ferngesteuert gewesen. Zumindest irgendwie mit dem Motor dran. Ja. Der ist nämlich fest, der Motor. Du fühlst dich hier wirklich wie in so einem Museum für alte Spielzeuge. Guck dir mal diese alte Verpackung an. Das kenne ich irgendwie nur so gefühlt, wenn man sich jetzt so alte Videos von Werbung von 1970 oder 80 anguckt, ne? Das schade, das Vorgänger von Lego sein. Ja, stimmt, sieht ein bisschen so aus. Also Leute, ihr seht, dieser ganze Dachboden, dieses ganze Haus ist einfach voll mit alten Antiquitäten, die hier liegen, ja, und einstauben. Mit der Zeit immer mehr in Vergessenheit geraten. Also ich finde die Vorstellung allein schon echt heftig. Wenn man bedenkt, wenn dieses Spielzeug wirklich 70 bis 80 Jahre alt ist, das ist ja Spielzeug für Kleinkinder, sagen wir mal, keine Ahnung, wenn du 10 Jahre alt bist, 8, 9, 10 Jahre alt, dann sind die Menschen, die Personen, die mit diesen Sachen hier früher gespielt haben, ja mittlerweile auch 60 oder 70 Jahre alt. Einige Sammler, die das sehen, werden jetzt wahrscheinlich die Hände vom Kopf zusammenschlagen und sich ärgern, dass das hier alles verrottet, dass man das retten kann und so weiter und so fort. Und ich kann den Gedanken auf jeden Fall verstehen, dass es lohnenswert ist, das aufzuheben, um es für andere Generationen nochmal auszustellen, dass man sich das weiterhin angucken kann. Aber das jetzt hier zu finden, finde ich, ist nochmal was ganz anderes, als wenn man sich im Museum anguckt. Und das finde ich das Besondere an Lost Places, vor allem an Lost Places wie diesem hier, dass du ist nicht so nur in ein Museum ist gehst, in einen so neutralen Raum, wo irgendwas ausgestellt ist, sondern dass du in eine Geschichte eintauchst. Mit diesem Verfall, der Staub, die Spinnenweben, du tauchst in eine ganz andere Zeit ein und dann findest du so ein Spielzeug. Das ist für mich am Ende ein richtiges Museum, konserviert von der Natur. Und naja, irgendwann ist Schluss, ist klar. Dann stürzt die Decke ein, dann regnet es rein, dann stürzt die nächste Etage ein und all das ist vergraben unter Trümmern, bis es irgendwann wieder, keine Ahnung, zur Erde wird. Und das ist der Kreislauf des Lebens. Wahnsinn, Leute. Ein absolut beeindruckender Fund, den wir hier gemacht haben, hier oben.
Sowas nimmt kein Ende, Leute. Die Räume strecken sich immer und immer weiter. Super verwinkelt. Da hinten geht's nochmal weiter. Und das scheint hier auch irgendwie so eine Art... vielleicht war es ein Büro. Ich weiß es nicht. Hier sind alte Kommoden. Von oben bis unten mit alten Bildern gefüllt. Und halt so super, super alte Sachen. Ich meine, die Verpackung sieht schon so steinalt aus. Von diesem... was auch immer es ist. Hier liegen alte Lampen. Einfach sogar noch die Batterie drin. Völlig ausgelaufen schon. Zigarettenetuis. Alte Medikamente, glaube ich, hier sogar noch. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall ist es schon komplett zu Staub verfallen. Aber ihr seht es ja, hier wurde schon ein bisschen mehr rumgewühlt. Als in den anderen Räumen. Vor allem wackelt das Parfüm hier drin, Leute. Wenn du über den Boden läufst, es ist alles Holzboden, dann wackelt dieses Parfüm hier. Was ist das denn? Für eine geile Fensterfront hier. Ich mag das gar nicht aufmachen. Aber guckt euch mal die Fenster an. Und da drüben, oder dahinter besser gesagt, ist noch ein altes Badezimmer. Und hier im Badezimmer wurden sogar die alten Zahnbürsten zurückgelassen. Kall auseinandergefranst. Na, wo geht's jetzt in den Keller? Okay, hier siehst du jetzt auf jeden Fall ein bisschen was vom Verfall. Hier sind überall Spinnweben. Ihr seht es vielleicht an den Bröseln, die hier so wie Schneeflocken in der Luft liegen. Wenn das Licht da oben so durch die Dachfenster durchbricht, siehst du hier den ganzen Putz drin hängen. Hier kommt die Decke schon komplett runter. Und auch der Schrank da unten, der stand, glaube ich, irgendwann mal ganz an der Wand. Aber auch hier, guck mal, hat irgendwann mal jemand einen Eimer hingestellt, um Tropfen, die da oben reingekommen sind, aufzufangen. Und dann, ja, ist der Schrank irgendwann umgefallen. Samt allen Magazinen, die da noch drin sind von damals. Es ist eine Zeitschrift vom 16. Mai 1973. Das ist hier wie Mikado. Wenn du die falsche Zeitschrift rausziehst, dann fällt das Ding um. Es geht weiter und weiter und nimmt kein Ende. Gehst du in die nächste Ecke, taucht der nächste Raum auf. Vollgestellt von unten bis oben. Also wie gesagt, hier sieht es auf jeden Fall um einiges durchwühlter aus. Schränke wurden ein bisschen irgendwie durchgewühlt. Auch hier irgendwie so steinalte Verpackungsmaterialien. Was ist das? Okay. Keine Ahnung. Brushmaster. Der ist auf jeden Fall noch original eingepackt, der Brushmaster. Also auf jeden Fall hat der Typ, der hier gewohnt hat, sehr gerne Zigarren geraucht. Hier ist alles voll mit alten Zigarrenschachteln. Und hier liegt jetzt tatsächlich auch nochmal eine Schrotpatrone. Würde ja auch ganz gut zu dem Haus hier passen, ne? So ein alter Landsitz. Gutshof, ne? Hier haben Gutshof. Viel Land. Und ja. Jagd. Entweder er hat gejagt oder halt einfach auch hier auf dem Land zur Verteidigung. Das kann natürlich auch sein, ne? Oder beides. Man weiß es nicht. Guck mal, hier ist noch so ein alter Fingerhut. Was man hier noch alles findet, ne? Du kannst dich hier den ganzen Tag aufhalten und findest hier so interessante Dinge wie das. Was ist das? Das ist eine Taschenlampe. Das hier ist eine Taschenlampe. Mit Rücklicht. Hm. Ey, aus welchem Jahrhundert stammt das denn? Ja, und hier in der letzten Ecke sieht man dem Haus den Verfall doch schon sehr gut an. Das ist der relativ eingewachsene Teil hier. Ne? Holzboden, ich mag hier eigentlich gar nicht weiter reingehen. Da schimmelt es schon gewaltig. Da oben ist auch schon die Decke durchgebrochen. Und so zerfällt das Ding hier nach und nach mit all diesen ultra krassen alten Raritäten hier. Es sieht ja wirklich beinahe fluchtartig verlassen aus. Beziehungsweise von einem auf den anderen Tag. Als hätte hier noch jemand gewohnt. Oder mehrere gewohnt. Wir haben definitiv mehrere Leute gewohnt. Mit Kindern ja wahrscheinlich auch. Und irgendwann ist vielleicht jemand verstorben. Oder ins Altenheim gekommen, wie auch immer. Tja, und dann wahrscheinlich das übliche Problem, keine Erben, niemand mehr, der sich darum kümmert. Dann steht dieses Ding hier, ja, und dann sieht es irgendwann aus, wie es jetzt eben aussieht. So, ich glaube, wir neigen uns langsam dem Ende entgegen. Da ist wieder dieses Gewächshaus und hier ist nochmal ein großer Essensraum mit ein paar Kronleuchtern und dieses alte Krankenbett hier in der Ecke. Ich meine, hier steht sowieso irgendwie alles voll mit irgendwelchen alten Medikamenten. Und jetzt halt noch dieses Krankenbett hier zwischen. Also hier sieht es auf jeden Fall ganz so aus, als wäre die Person, die hier zuletzt noch gelebt hat, der alte Mann, die alte Frau, keine Ahnung,
ja, noch pflegebedürftig gewesen und wurde hier im Haus vielleicht noch eine Zeit lang gepflegt, bis sie dann letztendlich vielleicht ins Altenheim gekommen ist oder vielleicht auch verstorben ist. Und ich schätze, dass das dann auch der Punkt war, an dem das Ding hier dann letztendlich verlassen wurde. Da hinten auf dem Tisch neben dem Bett steht noch eine alte Pflanze. Und die hat vielleicht noch jemand von den Verwandten mitgebracht oder Freunden oder wie auch immer beim letzten Besuch. Und jetzt ist alles, was diese Familie oder diese Person zurückgelassen hat, noch in diesem Haus. Das ist dann das am Ende, was von seinem Leben überbleibt. Zumindest das Materielle. Björn hat es gerade nochmal gesagt, es ist alles nur geliehen. Und am Ende ist es eigentlich auch egal, was du besitzt. Ob du ein großes Haus hast, ein kleines Haus, ein teures Auto, ein günstiges Auto. Am Ende wirst du es hier lassen. Und nichts davon kannst du mitnehmen. So Leute, aus dem meiner Meinung nach schönsten Raum von diesem ganzen Anwesen hier, diesem Gewächshaus, geht es jetzt wieder nach draußen und vom Gelände runter. Wir verlassen den Ort so, wie wir ihn vorgefunden haben. Unberührt. Und ich hoffe, dass der Ort auch noch lange und unentdeckt hier einfach weiter so schlummern wird, weil das wirklich eine absolute Zeitkapsel ist. Ich würde sagen, tatsächlich einer der krassesten Lost Places, die ich jemals gesehen habe. Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ist so. Und in dem Sinne, schaut doch gerne bei den anderen vorbei, bei Björn, Kevin und bei Dustin. Alles unten verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Schönes Video. Schönes Video. So, da.